liquid powder pasta, boiling. You see, cannot make a different mix like this. It all comes back because not working. Comes back. There you see the problem. And there you see it's no sausage. Now we need to find, and here it's getting warm and warm. Sometimes it works. But needs to make everything manual. And so you see it's just sticking. We continue, sometimes it's better, but it's not good. Voilà, attention Kiki, je suis en train d'amorcer aussi stick mix, mais stick mix, ce sont les pop-up, tu regardes, tu peux pas amorcer, hein. Ce sont des pop-up, voilà. Uncle Bates, ça va? Ça, bon. Mais stick mix, non. Ja, LPP, also Liquid Powder Pasten Boily. Das ist schon eine recht große Menge, glaubt man gar nicht, aber die Produktion ist halt eben durchaus schwierig. Und wir wollen aber das Rezept nicht ändern, haben wir ja schon mehrfach mitgeteilt. Ich spiele noch mal kurz ein, was für Probleme so teilweise da bestehen, entstehen. Problem, because, and there you see, it's no sausage. Wenn ich jetzt das Rezept ändere, dass das Problem nicht mehr besteht, ist der LPP-Boily eben leider nicht mehr der LPP-Boily, sondern wird dann eher Richtung normaler Boily. Deswegen werden wir uns weiter rumschlagen mit der Produktion in dieser Art und Weise. Aber wir wollen von diesem, und ihr seht, wie der aussieht, Boily nicht wegkommen, weil das ist einfach unschlagbar attraktiv. Liquid Powder Pasten Boily. Ja. Wer ihn einmal benutzt hat, der wird sehen, das, was wir alles beschrieben haben beim Boily, kann man ja gerne mal nachlesen, ist das, was am Wasser dann auch passiert. Und ja, viel Spaß allen, die mal da was Neues probieren wollen. Das hat mit den normalen Boilies, die es am Markt gibt, überhaupt gar nichts zu tun. Gar nichts. Viel Spaß und viel Erfolg. Hi Petra, ich muss dem Luis noch helfen. Ich komme so schnell ich kann, ich sag dir gleich Bescheid. Muss noch ein bisschen abfüllen noch. Anlage. Kann man gar nicht filmen. Schon wieder fertig. Hier 20er. LPP Boilies. 24. Super Etikett, ne? Ja. Da ist wichtig. Nicht interessant. Das ist das Entscheidende. Keine Farbe, kein Flavor. Natürlich in Liquid und so, ne? Aber hauptsächlich Split Liver Protein Boilies. Im XXL-Format. Gerade produziert, gestern nur über Nacht Trocknungskammer und jetzt schon nicht mehr zu knacken. Aber kommt ins Wasser, fängt da an zu arbeiten, aber bleibt trotzdem. Ganz besonders kann man gar nicht beschreiben, hat auch nichts mit Cold Water oder Active zu tun, gar nicht. Ist einfach unik. Das ist die wahre Praline zum Angeln. Boilie-Praline. Ja, super. So, mal in die GEMA reinquatschen, dass das hier keiner merkt. Gell? Naja. Gut, so. Man sieht, es dämmert schon. Jetzt reicht's. Aber das ist ganz klar. Das sind dann zum Schluss die Kilopäckchen noch. Bei Pralinen. Ja. Kann man auch mit dem Kilo ganz schön viel anfangen. Ein Köder als Einzel-Single-Look-Bait. Genau. Das macht auch total Sinn bei sowas. Strahlt halt extrem weit. Und lange, lang, 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 lang. Bleibt liegen und liegen und ist immer noch aktiv, ohne dass die Grundeln oder auch Weißfische, ganz schummerig jetzt,
den kaputt machen können. LPP, Liquid Powder Pasten. Boilie von Imperial Bales, Imperial Fishing. Vielleicht mal probieren. So, Liquid Powder Pasten, 24er. Keine Chance. Weil wer den kaputt kriegt mit der Hand, da muss man was ganz Besonderes überlegen, was der kriegt. Aber im Wasser leer am Arbeiten. Boah, gut, hier sieht das Aroma, halt kein Flavor, ne? So, dann lass mal laufen. Lass laufen, Luis. Ne, läuft nicht. Ja. Bye-bye.